Hi, auf mehrfachen Wunsch in der Gilde, im Chat und von Freunden, die mit mir zusammen zocken, habe ich jetzt dann auch angefangen oder werde ich jetzt anfangen, auch über Summoners War einen YouTube-Channel zu bestücken. Da ich jetzt einfach mal mit irgendwas anfangen möchte und die meisten ja Spaß dran haben am Beschwören, habe ich entschieden, dass ich heute einfach mal eine Beschwörungssession mache. Ich habe hier ein bisschen was rumliegen, habe jetzt nicht allzu viele Plätze, aber die Plätze, die ich habe, die wird man beschwören. Und mal gucken, was dann rauskommt. Piret ist jetzt nach dem Update, zumindest die Wasserwerte jetzt ganz nice gewesen. Wind habe ich schon mehrfach, bringt mir daher nichts. Falls ihr zu irgendwelchen Monstern oder zu Wunensets oder was auch immer irgendwelche Tipps haben wollt, einfach im Channel unten schreiben oder eine Mail schicken, dann werde ich gucken, dass ich da ein Video zu mache. Gibt diverse gute YouTuber zu Summoners War, die meisten sind meiner Meinung nach Englisch. Schizophrenic Gamer, klar, findet glaube ich jeder ganz cool. Deutsch habe ich jetzt noch nicht allzu viele gefunden, die was taugen. Wenn ihr das anders seht, bleibt es euch überlassen, ist völlig in Ordnung. Ja, muss jeder selber wissen. So, als Tipp für alle Einsteiger, meiner Meinung nach ist das Wichtigste in dem ganzen Spiel, sich zu fokussieren. Das soll heißen, es bringt mir nichts, wenn ich Szenario mache, Drachen mache, Riesen mache, Nekro mache, nebenher noch Turm mache, Nekropolis und mich dann wundere, warum ich nirgends vorankomme. Man kriegt inzwischen, das war früher noch nicht so, echt recht schnell recht gute Monster und das führt bei vielen Spielern dazu, dass sie die Monster, die sie eigentlich brauchen, vernachlässigen und sich stattdessen auf die 4- und 5-Stern-Monster konzentrieren, die dann im PvP super sind oder in Necropolis super wären oder für Drachen super wären, aber halt für Riesen, wo sie gerade hängen, eigentlich keinen Mehrwert haben. Und wenn ich jetzt an Riesen denke, dann ist das meiner Meinung nach problemlos möglich mit 2- und 3-Stern-Monstern. Also wenn ich da eine Shannon habe, die eigentlich jeder haben sollte, und eine Bella habe, die auch relativ schnell jeder bekommen könnte durch die Licht-Dungeons, dann habe ich eigentlich schon das meiste, was ich brauche. Dann habe ich einen Healer, dann habe ich wen, der den Boss langsamer macht, wen, der guckt, dass der Boss nicht genau trifft und der meine Attack und meine Death erhöht, und viel mehr brauche ich für einen Riesen eigentlich gar nicht. Wenn ich dann noch einen Bernard habe, den ich auch runen kann, der alles schneller macht, und einen Deathbreak macht, falls die Bella das nicht macht, dann bin ich ganz gut aufgestellt. Aber zu Riesen, Drachen und Pipapo-Teams werde ich separate Videos machen. Heute geht es eigentlich nur ein bisschen ums Beschwören. Ich habe jetzt schon einige Rollen weg, war also nichts dabei, was ich brauche, wobei das bei mir meistens so ist. Also ich habe den Segen der Beschwörung auch schon ewig und ich kriege einfach immer nur 4 Stunden, das heißt, der bleibt weiterhin erhalten. Und die 4 Stunden, die ich kriege, die sind entweder Monster, die ich schon zigmal habe, oder Monster, die mich einfach nicht mehr voranbringen. Fokussieren wir als Stichwort vorher. Viele Pro-Gamer und Vielspieler und YouTuber würden mich jetzt wahrscheinlich verfluchen. Aber ich verfütter inzwischen, oder was heißt inzwischen, ich habe das von Anfang an gemacht, ich verfütter hier und da auch mal ein 5-Stern-Monster. Wenn ich zum Beispiel das 5-Stern-Monster schon habe, im gleichen Element, dann macht es für mich eigentlich keinen Sinn, das nochmal zu haben. Dann nutze ich das als Skill-Up oder halt um einen 6-Stern zu erzeugen. Wenn ich ein 5-Stern-Monster von einem anderen Element habe, ich bin mir aber sicher, dass ich das eine Element spielen möchte und das andere nicht, weil ich schon 4-Stern- oder 3-Stern-Monster habe, die gleichen Fähigkeiten ungefähr abdecken, dann kann das auch mal sein, dass ich ein 5-Stern als Beispiel, ich zeige euch mal mein Lager kurz, ich kann jetzt eh nichts mehr machen hier, weil meine Lagerplätze voll sind. Ich hatte zum Beispiel eine zweite, hier, Mega Monster PvP Top, das habe ich dreimal beschwört inzwischen. Ich habe es einmal gebaut, so schnell wie möglich auf Max Skill bekommen, habe mir ein zweites ins Lager gepackt, habe das glaube ich immer noch im Lager, wenn ich es richtig weiß. Aber das dritte war dann einfach Futter. Kann man sagen, totaler Quatsch, ich würde töten, wenn ich die einmal krieg, aber was soll ich dreimal mit dem gleichen Monster?
Da habe ich lieber eine, die schnell max skilled ist, die ich sofort nutzen kann, wo ich einen riesen Mehrwert von habe. Und die anderen werden dann halt verfüttert. Kann man jetzt gut finden oder nicht. Ich fahre mit der Taktik eigentlich relativ gut. Grandia genauso hatte ich zweimal. Habe ich einmal gemacht, so schnell wie möglich max geskillt. Dadurch habe ich dann den zweiten 5 Sterne in die reingepackt. Ja, werden die meisten jetzt sagen, macht man nicht. Muss jeder selber wissen. Die Message, die ich sagen wollte, ich fokussiere nicht das A und O und zu der stehe ich. Und wer das anders sieht, der darf das gerne anders sehen. Aber ich bin der Meinung, wenn man sich in dem Spiel nicht fokussiert, hat man 1000 offene Baustellen. Und dann kommt man eigentlich gar nicht voran. So, jetzt tun wir hier das Monsterlager doch noch auffüllen. Einfach um nochmal ein bisschen was beschwören zu können. Mana sollte genug da sein, das ist nichts Problem. Und dann packen wir einfach nochmal 10 Monster rüber. Dann beschwören wir nochmal 10 in der Hoffnung, dass dann doch irgendwas Brauchbares für mich rauskommt. Rollen habe ich genug, falls die leer werden, hätte ich auch noch genug Kristalle, wie man hier sieht. Also, ihr könnt es immer mal wieder machen. Ich tue dem Spiel gerade mehr Zeit widmen, indem ich irgendwelche Runensets passend mache oder Teams passend Runen, dass die von der Geschwindigkeit her aufeinander abgestimmt sind. Beschwören kommt bei mir immer zu kurz. Kann sein, ich mache das dann, was weiß ich, so wie heute. Dass ich einfach einmal im Monat gucke, dass ich halt mal 40, 50 Monster wieder rausbeschwöre und dann einfach mal wieder eine Woche nichts mache oder mal einen Monat nichts mache. Also wie gesagt, die Chance, dass ich noch ein Monster ziehe, was ich brauchen kann, ist eh relativ gering. Wenn das der Fall wäre, wäre das Gute, dass ich das sofort auf 6 Stern kriege und auch sofort maxen kann, weil ich immer mindestens 15 Devilmons in meinem Lager rumliegen habe. Und 15 Skill-Ups sollten eigentlich für jedes Monster reichen, dass man es danach gleich sinnvoll benutzen kann. So, jetzt haben wir noch 3 Chancen und wie gesagt, ich habe meinen blöden Segen der Beschwörung immer noch. Das Glück, was die Neulinge haben, das kriegen die Alteingesessenen leider nicht mehr. Wobei, wie gesagt, wirklich stören tut es mich auch nicht. Meistens ist es eh nur Futter, aber hier würde ich schon mal gerne den 5 Stern meiner Wahl auswählen. Das ist jetzt die letzte. Kam leider auch nichts bei rum. Das heißt, mit der Beschwörungssession lasse ich es jetzt dann mal. Da das Video jetzt eigentlich nur zum Testen war und einfach nur eine Beschwörungssession sein sollte, sage ich tschüss, viel Spaß beim Zocken. Und die nächsten Videos haben dann mehr nützlichen Inhalt. Ich meine, Beschwören ist nicht nützlich, brauchen wir nicht drüber reden. Macht jedem Spaß. Zugucken tun auch viele gern. Tut mir jetzt leid, dass ich leider nichts bekommen habe. Wo es einen Aha-Effekt gab oder wo ich mich selber drüber freuen konnte. Aber die nächsten Videos dann gerne so, dass ihr dann Mehrwert von habt. Drachenriesen, PvP-Teams, PvP-Überlegungen, wie baue ich mir ein Team zusammen, was von der Speed her zusammenpasst. TOA 100 Hard kann ich zeigen. TOA 100 normal, weiß ich nicht, ob man sowas noch zeigen muss. Das ist ja Barretta plus paar Healer und fertig. Aber TOA 100 Hard hängen, glaube ich, noch viele. Und das ist gar nicht so schwer, wie alle immer glauben. Wenn man sich lernt zu fokussieren und einfach das macht, was sinnvoll ist und was einen voranbringt. In diesem Sinne wünsche ich morgen einen schönen Feiertag und heute noch einen schönen restlichen Tag und weiterhin viel Spaß beim Zocken. Ciao.